zwei, drei. Hallo, ich bin Alina und wir sind beim Special Screening von Mr. Link. Das Spannende an dem Film ist, dass es ein Stop-Motion-Film ist. Das bedeutet, man muss sich einfach nur zum Beispiel jetzt Mr. Link in Knete vorstellen. Da muss man ein lachendes, wenn er lacht, oder ein grimmiges oder ein normales, wenn er grimmig oder normal guckt. Und jeden Schritt muss man dann auch kneten, dass dann, ja, dann ist die Figur dargestellt. Eine Legende erzählt von einer verschollenen Art. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier. Jahrhundertelang lebte er versteckt. Aber endlich sucht er Kontakt und ist bereit, gefunden zu werden. Es ist laut. Auf geht's. So, wir haben gerade den Presseausweis geholt und warten jetzt am grünen Teppich auf die Stars. Mario Teddy macht auf, macht auf. Bereit für ein paar Fragen? Ja. Okay. Ready? Ich komm mal zu dir runter, oder willst du zu mir hoch? Was ist dir lieber? Okay, gut. Man weiß, alter Mann, Rücken und so, das ist nicht so einfach. Ich bin 290, also fast 300 Kilo. Aber trotzdem, die erste Frage hast du richtig beantwortet. High five. Und viel Spaß beim Film. Das ist Mr. Link. Du weißt schon wie, der Missing Link. Ah, Moment, ich kapier's nicht. Ein Geschöpf von enormer Statur. 2,50 Meter groß. 300 Kilo schwer. Es sind eher 290 Kilo. Beschreibe den Film in drei Worten. Abenteuerlich. Sehr witzig. Entdeckungsweltreise. Was macht den Film für dich so einzigartig? Also, ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast oder du siehst ihn gleich auch zum ersten Mal, ne? Du kennst ihn. Du hast ihn schon gesehen? Du siehst ihn gleich? Du siehst ihn gar nicht? Der Film ist einzigartig, weil der ist ganz besonders toll animiert. Wenn du den siehst, sieht er ganz besonders toll aus. Die Farben sind ganz toll, die Landschaften sind ganz toll, die Kostüme sind ganz toll. Ich weiß nicht, ob du das Bild von Mr. Link schon gesehen hast. Was die anhaben, ist alles ungefähr in einem Stil, der ganz, ganz lange schon her ist. Und das insgesamt zusammen mit den sehr, sehr lustigen Sätzen, die da drin machen, also den Geschichten, die da erzählt werden und der Sprache, macht es zu einem tollen Film, finde ich. Also, was ich total toll finde, ist, wie Adelina Fortnite mit den Jungs umgeht. Und zwar sagt die denen auch mal, wo es lang geht. Und ich finde das immer cool, wenn Frauen Männer sagen, wo es lang geht. Und ich finde das ganz cool. Da gibt es eine Stelle, da hält sie eine längere Rede, um die Jungs da so ein bisschen in die richtige Richtung zu directen. Und das finde ich verdammt cool von ihr. Ohne zu spoilern, was ist deine Lieblingsszene im Film? Ohne zu spoilern ist meine Lieblingsszene im Film, wenn sich Sir Lionel Frost und Mr. Link das erste Mal begegnen. Das ist nämlich eine ganz zärtliche Szene, die lustig ist, aber auch ans Herz geht. Was wolltest du früher mal werden, wenn du groß bist? Also, ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz groß. Momentan bin ich zum Beispiel sehr, sehr klein. Aber ich glaube, als allererstes wollte ich Müllmann werden. Kennst du das? Diese Leute, die den Müll... Weil ich fand das immer so toll, dass die diese Tonnen da hochwuchten und dann dürfen die auf dem Auto so fahren. Die müssen sich an so einen Griff festhalten, du musst so ein Brett, dann werden die gefahren. Das fand ich ganz toll. Dann wollte ich Kapitän werden. Im Übrigen bin ich beides nicht ansatzweise geworden. Doch wirklich. Und dann wollte ich unbedingt in der Bäckerei arbeiten. Weil ich dachte, da riecht es immer so gut. Nach Brötchen, nach Kuchen und sowas. Das fand ich super. Aber ich bin es nicht geworden. Ist wirklich so. Beschreibe deinen Filmcharakter in einem Satz. Adelina Fortnite ist verdammt mutig und ich wünschte, ich wäre privat so mutig wie sie. Er glaubt immer nur an das Gute. Er ist
vielleicht ein bisschen kindlich, ein bisschen verrückt und ganz, ganz nett. Manchmal ein bisschen dusselig, aber nicht doof. Das ist ein Unterschied. Eine Verbindung zu unserer Vergangenheit. Oh. Eine Berührung mit unserer Gegenwart. Oh. Und eine Brücke in die Zukunft. Oh. Sekunde. Ich habe O gesagt, als wüsste ich, worum es geht. Tue ich aber nicht. Well, I'm on my way. Auf der anderen Seite der Welt leben meine Verwandten. Können Sie mich da hinbringen? Ich kenne geheime Wege durch die Berge. Ist es hier drin heiß? Etwas. Öffne doch mal das Fenster. Star. Ach, schon besser. Die Suche nach seinen Artgenossen. Ich werde beweisen, dass das die größte Entdeckung des Jahrhunderts ist. Wird zu einem Abenteuer von mythischen Ausmaßen. Du hast meine Großmutter getötet. Schnell, schnell, schnell. Sie braucht Mund-zu-Mund-Beatmung. Du bist der Richtige für den Job. Wie ist mein Atem? Er ist Mr. Link. Schmeiß mich aus diesem Loch. Ich glaube, sie sind etwas zu schwer. Unsinn. Also, gib alles, was du hast. Schwer zu sagen, wessen Schuld das war. Los, noch ein Versuch. Das war's mit dem Special Screening. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mitgenommen habe. Mr. Link kommt ab den 30. Mai ins Kino. Juhu! Teddy.